So, hallo und herzlich willkommen zurück in Panther Drive, Tag 5. Sind wir bereits angelangt? Wir haben leider fast keine Taschenlampen mehr, so wie es ausschaut. Und da hat schon wieder überall wer das Licht abgedreht. So, ich muss mich jetzt kurz wieder etwas umsehen da, weil ich doch jetzt wieder eine Zeit lang nicht gespielt habe und ich mich da erst wieder etwas eingewöhnen muss jetzt. Drehen wir mal überall gleich einmal das Licht auf für später. Da können wir ja auch schon rein, genau. Ganz vergessen. Da können wir jetzt einmal überall das Licht aufdrehen. Perfekt. Aha, da ist auch schon reingegangen. Wunderbar. Da haben wir die Weinflaschen gehabt. Genau, da wollten wir letztens einen trinken. Gemeinsam ist sich dann aber leider nicht mehr ausgegangen. Schade. Naja, nichtsdestotrotz, was haben wir hier? Den werden wir vielleicht aufschalten da etwas, damit man nachher da etwas besser sieht. Ah, da hätten wir eh Licht auch gehabt, sehe ich gerade. So, wurscht. Okay, dann schauen wir einfach wieder weiter. So. Was haben wir? Ah, da haben wir auch noch was, genau. So, die Uhr schlägt 13. Kann man da was aufdrehen? Aha, das ist, findet den passenden Schlüssel. Okay. Gut, gut, gut. So, dann schauen wir einfach da runter wieder. Es ist wieder stockdunkel da jetzt. Leider. Da können wir auch noch aufdrehen, genau. Ups, was ist da los? Stecke ich kurz fester. So, was haben wir hier? Da ist war nichts mehr praktisch jetzt. Da ist ja unser Schlafboden, genau. Haben wir jetzt auch auf die Schnelle jetzt einmal nichts drinnen. Was ist hier? Aha, da waren wir eh schon 30 Mal herinnen, genau. Ja, der Schlüssel für den Simulator praktisch sozusagen. Was haben wir hier herinnen? Mal der Lichtschalter, da wo haben wir ihn? Da, perfekt. Sonst sehe ich da nämlich wirklich überhaupt nichts. Teilweise sind die Räume wirklich extrem dunkel da. Ich will die Taschenlampen jetzt dieses Mal nicht ganz so viel einschalten, wenn wir sie nicht unbedingt brauchen. So, da ist jetzt eh schon wieder allerhöchste Eisenbahn da. So, da sind wir wieder im Geigenzimmer da, oder wie? Da werde ich einmal trotzdem einen Dings aufdrehen da. Da ist noch zu. Okay. So, da war dann nichts mehr, genau. Jetzt werden wir einfach einmal da runter gehen. BZW einmal da das Licht aufschalten, weil da herunten ist ja doch relativ hell jetzt. Zum Glück, das habe ich ja letztens schon angelobt, dass das relativ schön zum Sehen ist da. Da haben wir wieder die alte Frau da. Okay. Naja, gut. Da ist jetzt einmal auf den ersten Blick einmal eh nichts zu sehen da. Außer dass meine Batterien schon bald leer gehen, sehe ich jetzt einmal nichts. Leider. Wäre natürlich wieder mal cool, wenn man da was finden würde. So was Batterieartiges. Okay. Was haben wir hier herinnen? Muss man da jetzt noch einmal alle Räume anschauen, weil scheinbar spawnen die Sachen dann wieder random in den Räumen drin, ist natürlich. Ja, nicht ganz so toll, aber. Aber was soll's. So. Aha, da haben wir noch keinen Schlüssel. Die Taschenlampe ist leider schon wieder relativ schwach. Das ist natürlich schade. Ja, aber kann man eh nichts machen. So, was haben wir hier? Da geht es ja auch noch weiter bekanntlich. Da überall so stockfinster sein muss, das ist ein Wahnsinn. So, was haben wir da? Den Raum kenne ich jetzt einmal auf den ersten Anhieb. Achso, das war dieser Raum, okay. Das Arbeitszimmer. So, da ist jetzt auch nichts. Gut, naja. Jetzt habe ich eh dann bald keine Taschenlampen leider mehr. Natürlich blöd jetzt wieder einmal. Dem es da überall so scheißfinster ist. So, das war der Zigarettenraum da. Mit der Kotz, genau. Aber da war jetzt auch einmal nichts auf den ersten Anhieb zu finden. Auch keine. Auch keine Lampen zum Anzünden da. Okay. Naja, jetzt ist die Batterie leer, so wie es ausschaut. Habe ich sie jetzt aufgebraucht? Bisschen geht es ja zum Glück noch. Ja, dann schauen wir einfach noch einmal rauf.
Das hat mich jetzt erschreckt. Muss ich wirklich sagen. Das war jetzt sehr gruselig. Nichtsdestotrotz brauche ich trotzdem noch Batterien. Ich sehe wirklich gar nichts. Aber wo ist da das Fenster eigentlich kaputt gegangen? Das frage ich mich. So, lassen wir die Batterie wieder etwas aufladen. Was haben wir da? Da ist auch nichts da. Leider. So, wo ist der Türgriff da jetzt? Da? Okay. Da war eh sonst keine Tür mehr. Eh nochmal da herinnen, dann wieder praktisch. Unser Schlafzimmer oder wie? Nein, das ist nicht unser Schlafzimmer, das ist der Nebenraum. Unser Schlafzimmer ist ja woanders. Aber da ist auch einmal nichts. Was haben wir dort? Wer hat da das Licht schon wieder ausgeschaltet da herinnen? Das ist eine Frechheit. So. Aha, da ist jetzt aber auch nichts. Gut, dann schauen wir noch. Was? Da hat wer was gesagt das? Oder habe ich mir das eingebildet? Naja. So, wir schauen sich um und schauen, dass wir da jetzt irgendwie zu was kommen. Aha. Naja. Streichholzverschwendung. So. Lass mich du da raufgehen oder was ist da los? Da ist jetzt auf den ersten Blick einmal nichts los in der Hose. So, was haben wir da? Haben wir auch noch eine Tür? Genau. Irgendwo muss ja dann schließlich einmal irgendwas zum Finden sein. Was liegt da daneben? Ah, das ist kein Schlüssel. Sehr interessant. Good to know. Haben wir wieder ein paar Streichhölzer, zumindest mehr. Ist ja auch nicht schlecht. Aber das hilft uns. Aha. Aha, da war auch noch eine Schlüsseltür. Okay. Da sind Batterien. Ja, Halleluja. Perfekt. So. Das hilft mir natürlich schon einiges weiter. Aber Schlüssel wäre natürlich noch geiler, wenn wir da finden würden jetzt. Sich gerade das Licht eingeschalten. Schauen wir, was wir da noch haben. Das Telefon und der Blumenstock bringen uns da nicht so viel weiter. Aha, da ist eh schon zugesperrt. Okay. So. War da herum dann sonst noch irgendwas? Eigentlich nicht. Was ich jetzt so in Erinnerung habe. So, den muss ich fast anzünden, glaube ich. Sonst sehe ich da nichts. Na gut, dann schauen wir noch einmal die Räume durch, alle. Auf der Bank hat es nicht vorher noch anders ausgesehen? Oder täusche ich mich da? Na gut. Vielleicht rede ich auch einen Blödsinn jetzt daher. Da ist nur das komische Klumpert da, was keiner braucht. So, Türe öffne dich. Dankeschön. Was haben wir hier? Schauen wir noch einmal alle Räume durch. Vielleicht ist ja doch jetzt irgendwas aufgetaucht. Ganz auf einmal plötzlich so. Dankeschön. Oh. Aha. Das mit den Schwertern ist natürlich jetzt eine komische Angelegenheit da. Dass die jetzt auf einmal am Boden gelegen sind, das waren es vorher noch nicht. Das wird vielleicht das vorher gewesen sein, was da so geklärt hat. Oder auch nicht, ich weiß es ja nicht. Jetzt ist nur die Frage, wo dieser Schlüssel dann hinpasst. Aber ich gehe mal davon aus, er passt da oben vielleicht irgendwo rein. Und zwar dort in das Hinterzimmer. Ich weiß es zwar nicht, ob das dieser Schlüssel ist, aber das werden wir ganz schnell, schnell herausfinden. Na, verdammt, okay. Wurscht. Dann schauen wir da drüben noch hin. Vielleicht ist es ja da noch eine Tür gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher jetzt. Genau, da war auch noch eine. Perfekt. Das lobe ich mir natürlich. Aha. Haben wir da auch einen Lichtschalter? Wunderbar. Können wir dann praktisch da hinten hingehen. So, da haben wir keinen Lichtschalter, oder wie? Doch, perfekt. Okay. Aha. Das ist natürlich auch cool.
Matches, das passt gut. Batterien auch noch, ja wunderbar. Das lobe ich mir mal ausnahmsweise. Gut, dass da jetzt einmal wirklich viel zum Holen war. Finde ich ganz cool. Jetzt haben wir den letzten Schlüssel ja auch aufgebraucht. Und den dort, ja perfekt. Das gefällt mir sehr gut. Aha, du hast bereits 10 Streichhölzer, gut. Noch ein Schlüssel. Na, Brustmahlzeit heißt. So, Batterien auch noch, ja perfekt. Aha, aber der ist leider jetzt für woanders. Gut, da war das. Es gab ein leichtes Gewitter. Das kann einem schon unheimlich sein in diesem großen Haus. Ja, natürlich, das ist klar. So, Tag 5 haben wir anscheinend auch überlebt. Wunderbar. Das finde ich positiv. Jetzt haben wir haufenweise Sachen gefunden. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.